Aber eins, meine Damen und Herren, werden wir in Bayern auch hier nicht zulassen. Genauso wenig, wie wir Hausbesetzungen zugelassen haben. Wir lassen Rechtsbrüche nicht zu. Und wo sie versucht werden, treten wir ihnen. Und wo sie versucht werden, treten wir ihnen von der ersten Stunde an entgegen. Bayern wird auch im Gegensatz zur Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft Lehrer einstellen. Wir können es uns leisten, weil wir finanziell nicht mit dem Rücken am Abgrund stehen. Wir haben ein Medienförderungsprogramm vorgelegt. Wir haben ein Wohnungsbauprogramm für junge und wachsende Familien vorgelegt. Bayerns Grundlagen sind gesund und solid und bleiben es auch dank der Politik der CSU und der Arbeit der von ihr getragenen Staatsregierung und ihrer parlamentarischen Mehrheit. Die Qualitätsmerkmale bayerischer Politik, auf die wir stolz sind, ist politische Stabilität und sozialer Friede. Ein leistungsfähiges und menschliches Bildungswesen, das nicht sozialistische Utopien verwirklichen will, sondern junge Menschen nach ihren Fähigkeiten und Begabungen fördern. Wir halten gar nichts von diesem gefährlichen Phrase der Chancengleichheit. Da muss man den lieben Gott ändern, bevor die Menschen die Chancengleichheit haben. Wir wissen, dass die Bauern zu unseren treuen Wählern gehören. Aber das ist für uns nicht das alleinige Motiv. Wir wissen, dass die Bauern auch im Gefüge einer modernen Gesellschaft europäischer Art eine unentbehrliche Rolle spielen. Und wir stehen zu diesen Bauern, wir stehen zu unseren Dörfern, zu unseren kleinen Gemeinden. Wir waren niemals Anhänger der großen Tierfarmen oder der Agrarfabriken. Unser Bauer geht nicht im Winter in die Städte, um im Frühjahr dann wieder aufs Land zu gehen und Ende des Sommers wieder zurückzukehren, wie in USA und Kanada es der Fall ist. Wir brauchen ein bodenverbundenes, mit breit gestreutem Grundeigentum ausgestattetes Bauerntum in Bayern und werden alles tun, um es zu erhalten. Ein Thema, das von der bayerischen Staatsregierung in Bonn und von der CSU aufgegriffen und mit Hilfe unserer Bonner Freunde von der Landesgruppe mit Nachdruck jetzt verwirklicht worden ist, das ist das große Gebiet der Dorferneuerung und Stadtsanierung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Vorstöße kann man nicht abtun als Querschüsse aus München oder als Störmanöver oder als Eigenbrödelei oder als Besserwisserei. CDU-Vorsitzende, auch Helmut Kohl, sind gelegentlich nach München zur CSU mit Bauchschmerzen gereist. Die Beziehungen zwischen den beiden ungleichen Schwestern, sie sind geprägt von Respekt, aber auch von unterschwelligem Misstrauen. Heute kam aus Bonn der Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler. Er macht es kurz und ging auch bald. Grußwort nennt man so etwas. CDU und CSU, dies ist auch eine Bilanz nach 40 Jahren unserer Arbeit in Deutschland und in Europa. CDU und CSU sind die einzige politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland, die Fortschritt und soziale Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenrechte und Frieden verwirklichen kann. Das ist unser Auftrag. Daran, meine lieben Freunde, lasst uns auch in der Zukunft gemeinsam arbeiten, damit die Bundesrepublik Deutschland und in Europa auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in Frieden, in Freiheit und in Gerechtigkeit leben kann. In München heute in der Bayernhalle wurde auch diskutiert. Knapp und in netter Form. Da scheiterte nach einer ernsten, würdigen Debatte ein Delegiertenversuch, per Antrag die bayerische Staatsregierung zu einer Verfassungsklage gegen die Finanzierung der Abtreibung durch Krankenkassen zu veranlassen. Da gab es auch andere Diskussionsstichworte. Das Ladenschlussgesetz, die Asylbewerber. Doch alles verblasste gegen den dramaturgischen Höhepunkt. Die Wahl des Parteichefs. Ein Bericht von Harald Brandt. Kurz vor 12 heute Mittag schloss Franz Josef Strauß eine Periode als Parteivorsitzender ab, an dessen Wahl er sich nur ungern erinnert. Vor gut 2 Jahren war er mit nur 77% der delegierten Stimmen gewählt worden. Für Franz Josef Strauß damals nicht gerade eine glanzvolle Bestätigung in seinem Amt, das er nun zurückgab. Lege ich vertrauensvoll das mir von Ihnen vor 2,25 Jahren verliehene Amt in Ihre Hände als stimmberechtigte Delegierte zurück.
erkläre mich selbstverständlich verpflichtet und bereit, mich zur Wiederwahl zu stellen. Ich danke Ihnen, Gott segne Bayern. Dass es diesmal anders kommen würde, war ihm schon nach dieser Rede klar. Stehen brachten ihm die Delegierten Ovationen dar. Doch um ganz sicher zu gehen, fand sich auch noch ein Fürsprecher. Ich bitte Sie, liebe Parteifreunde und liebe Delegierte, an diesen 40. Parteitag der CSU ein Zeichen der Geschlossenheit zu geben und Franz Josef Strauß möglichst geschlossen zu wählen und ihm dadurch zu danken. Vor gut zwei Jahren hatten die Delegierten dem CSU-Vorsitzenden per Stimmkarte einen Denkzettel verpasst, wegen seiner vermeintlich undurchschaubaren Rolle beim Milliardenkredit für die DDR. Einen Denkzettel, der am Image von Franz Josef Strauß gekratzt hatte, aber auch der Partei im Nachhinein kaum noch behagt hatte. Doch dass es diesmal anders kam, Strauß schien es zu ahnen. Auf den unseren Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß entfielen 967 Stimmen. Bewegt nahm Franz Josef Strauß Ergebnis und Huldigung entgegen, stolz und zufrieden. Es war das zweitbeste Ergebnis, das er je erzielt hat. 967 Stimmen, das sind 98,8%. Auf Vorschlag von Franz Josef Strauß wurden auch seine Stellvertreter wiedergewählt. Nicht so glänzend wie er, aber auch überzeugend. Staatssekretärin Mathilde Berghofer-Weichner, Bundesverkehrsminister Werner Dollinger, Landtagspräsident Franz Heubel und Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann. Eine Mannschaft, die gemeinsam mit Franz Josef Strauß in den nächsten zwei Jahren CSU-Politik konsequent nicht nur für Bayern betreiben will. Wo die weiteren Vorschläge abgehandelt wurden.